Hey, schönes Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ich bin Shadow05 und heute... Das ist jetzt Pflicht für mich. Dieser Sack hat mich im Grunde einen Schattenghoul gekostet. Ich mag Schattenghoul. Ich wollte es einfach mal wissen, ob ich damit echt einen Wandschatten fusionieren kann. Aber nein! Seto muss mich ja... Quatsch, Seto. Joey... Der kleine Sack muss mich ja einmal gen Final Boss schleifen. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Und was machst du? Okay. Bülbül. Ich realisiere gerade, wie dumm dieser Zug gerade war. Also nur mal so, Joey, das gibt jetzt Rache. Dass du das im letzten Part gemacht hast. Ich weiß nicht, kann das sein, dass meine CD verbuggt ist oder gehört das so? Ihr werdet es mir im letzten Part wahrscheinlich eh gesagt haben. Von daher, ihr werdet es mir im letzten Part wahrscheinlich eh gesagt haben. Also, ja. Ich kenne euch doch. Und, bumm. Ich will immer noch dein Rotaugen, du Arsch. Schnapp dir irgendein schwaches Monster und lauf damit jetzt bitte gegen die Wand. Braver Junge. Bam. Sehr schön. Das hast du verdient. So ein Arsch. Nee. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Oder doch? Ach stimmt, da kommst du bei raus. Da war ja was. Und zack, babum, boom. Und Schaden von Skelgon, was auch immer. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, irgendwie, manchmal steht dieses Projekt unter einem merkwürdigen Stern. Ich meine, es ist momentan das beliebteste Projekt von mir, nichtsdestotrotz. Aber manchmal ist es einfach merkwürdig. Serbi-Drache. Manchmal ist dieses Projekt einfach merkwürdig. Das ist, glaube ich, kein S. Aber man merkt, glaube ich, langsam, dass wir besser werden. Also unser Deck zumindest. Weil wir haben zumindest gegen Jojo mal ein S hingekriegt. Und ich hätte jetzt langsam wirklich gern mein Rotaugen. Roter Schmelzschatten. Ich schmelz gleich dein Gesicht, Joey. Eine Chance noch, einmal noch, komm. Ja, roter Schmelzschatten, das ist wieder diese laufende Pampe, die du Karte schimpfst. Das ist nicht mal das Geld wert, auf dem es gedruckt ist. Oh Mann, was ein Scheiß, was ein Omega-Scheiß. Ah, okay, da können wir nicht mitarbeiten, was ist das? Doch, ich habe eine Idee. Pumpkin! Pumpkin, Pumpkin! Halloween, Motherfucker! Boop, 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 die, die, boop, die, ey! Du Riesenarsch. Also ich nenne diesen Part auch meinetwegen Joey muss sterben. Also ich habe mit sowas ja kein Problem. Also Mond. Ich habe natürlich nicht Sonne. Es ist nicht unbedingt sonnig, aber trotzdem will ich meinen Phönix draußen haben. Warum auch immer. Ich realisiere selber, dass das eine scheiß Idee war, gerade von mir. Oh Mann. Ne, wisst ihr was? Joey muss jetzt leiden. Wir werden diesen gesamten Part damit verbringen, Joey zu mobben. Rote Auge? Are you alright? Also manchmal hätte ich das Gefühl, mein Spiel ist irgendwie... Ja. Merkwürdig. Oh Mann, oh Mann. Ja, das läuft aber scheiße. Ich kann nichts gegen seinen Rotaugen anstellen gerade. Mann. Nerv. Nee, aber das, da kriegen wir sowieso nichts von ihm. Also von daher. Ich will meinen Rotaugen. Der gehört mir. Der steht mir zu.
Oder lasse ich mir nicht von so einem Typen wie dir ans Bein pissen? Das funktioniert eh nicht. Wusste ich's. So, komm, fuck off. So, mach mich bitte mal platt, Digga. Mach mich mal platt. Oder spiel Schwarzes Loch. Song. Ich hab Pharrell. Mir egal. Joey, dieser Part ist echt Joey Mobben, ey. Das ist Rache. Einfach nur pure Rache. Allein dafür, dass wir zweimal gegen ihn mit S gewonnen haben und dass er uns dann gern Final Boss schleifen will. Boah. Ich verstehe nicht mal, wie das geht. Who cares? Nö. So. So, wenn du jetzt Rotauge hast, ich schwör's dir. Ich grill dein Gesicht. Am Spieß. Na, was hast du? Zeig mal her. Sehr schön, kein Rotauge. Ah, ja. Mehr Kühe. Weg. Ach ja, ich bin so froh, einen schwarzen Magier zu haben. Der schwarze Magier ist super toll. Jetzt können wir auch sein Rotauge gestohlen bleiben. Bin ich ganz ehrlich. Das ist natürlich jetzt unpraktisch. Mein jetziges Blatt, also von daher. Nee, doch. Ich habe ein bisschen Angst irgendwie. Ja, weil seine Monster können mich ja platt machen. So viel ist sicher. Zack. Ja, Verteidigung lieber. Lieber ihn in irgendwas reinbaiten, als dass ich da unnötig Schaden nehme. Muss ja nicht sein. Tut ja nicht Not, ne? So. Folge dem Fisch. So. Und zang. Feuer. Ach, den hätte ich mal besiegen können. Los, mein glaubiger Vogel. Zeig's ihm. Mein anderer Vogel, der manchmal nicht weiß, was er ist. Bäh. Vor allem, mir hat einer von euch geschrieben, dass er durch den Tipp mit Joey Rotaugen vom ersten Zug gekriegt hat. Ich krieg ihn überhaupt nicht. Nur mal so. Ihr kriegt Rotauge offenbar direkt im ersten Duell. Ich brauch mehrere Anläufe. Ich merk schon, wo das hinläuft. Guckt euch das an. Das haben wir von ihm. Das hier haben wir von ihm. Okay, das haben wir nicht von ihm. Aber seht ihr, wo das hinläuft? Ich glaube, er will uns damit was sagen. Joey will Krieg. Joey will harten, harten Krieg. Und wenn er Krieg will, kann er Krieg kriegen. Krieg. So. Donnerdrachenkrieg, mein Freund. Schluss mit lustig. So, was willst du machen? Hä? Hä? Rotauge kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Oh, Regigia, das hast du so verdient, du Arsch. Du Oberarsch, Arsch. Das war dumm. Fuck! Ich hasse dich und dein Gesicht. Und mich ebenso, weil ich da nicht aufgepasst habe. Hätte nicht sein müssen. Oh mein Gott, Schärfer ist sicher zu gähnen. Oh, sorry. So, 1-9. Okay, diesmal aber. Geht doch. Mein Supersaurier. Der aussieht wie eine prähistorische Katze. Aber okay. Ist ja noch okay. Hey, Mann. Ey! Du Arsch! Jetzt denkt er sich, jetzt hau ich Rotauge raus. Aber ohne mich, mein Freund. Ohne mich. Ohne mich, mein rotäugiger Freund. Diese Karte, die du da auf dem Feld hast, die gehört mir. Nur mal so, ich möchte das nur mal klargestellt haben.
Rotauge ist mein. So. Es lief ziemlich gut. Hoffentlich ein S. Hoffentlich ein S. Hoffentlich endlich mal Rotauge, sonst... S und wir kriegen eine Kerze. Ich fange an, die Person zu hassen, die mich, geschrieben hat. Ich hab's am ersten Versuch bekommen. Ja. Das ist meine Ausbeute. Nur mal so, das ist meine Ausbeute gegen Joey. Joey ist ein Arschloch. Fügen wir es zum Protokoll hinzu. Joey ist ein Arsch. Ein Oberarsch. Uncool. Dieser Part, echt, das ist ein Rache-Part. Im nächsten versuchen wir es nochmal gegen einen der Schreine, würde ich sagen. Wahrscheinlich gegen den Wüstenschrein, würde ich vorschlagen. Gravas! Gravas! Lieber Pluto. Mal gucken. Spielt sein Rotaugen im Verteidigungsmodus. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Joey. Ich hasse dich. Woher hätte ich damit rechnen sollen? Das hast du verdient. Nur mal so. Die Hand, ne? Diese Hand. Du bist Mond. Oh, wieso habe ich nichts, was Sonne ist? Warum habe ich nichts Sonniges? Boah, was Sonniges. So ein Scheiß. Aber auch du Arsch. Joey macht sich echt unbeliebt bei mir. Nur mal so Personen aus dem Kommentarbereich, die mal meinte, ich habe sie beim ersten Zug bekommen. Nee, uncool. Aber immerhin kommt er nicht an meiner Elfe vorbei. Gerade gesehen, kommt er nämlich nicht. Haha. Kommst du nicht an meiner Elfe vorbei. Haha. Ja, aber das Duell wird auch nichts. Das wird auch nicht mal ein S-Rang. Oh Mann, uncool. Lass das doch mal sein, du Omega-Arsch. Mein Phönix bringt mir im Grunde gerade nichts, also von daher... Ja, nee, das, so läuft das gerade nicht. Das läuft nicht. Das läuft ganz und gar nicht. Der baut sich immer weiter zu. Und schmeißt mir solche Sachen an den Kopf. Oh Mann! Oh Gott! Fällt mir auf zu gehen, du Arsch. Okay. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein scheiß Duell. Cool, sein Feld ist voll. Und er kommt immer noch nicht an meiner Hilfe vorbei. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Boah, sorry. Bull. Ich block gerade nur durch eine Elfe, im Grunde. Ah, noch ein Rotauge, sehr schön. Der ist leider nicht gereicht. Vielleicht ist er schlau genug und hat Sternzeichen gewechselt. Er ist nicht schlau genug und hat nicht das Sternzeichen gewechselt. Oh boy. Jetzt haben wir einen Donnermonster, aber keinen vernünftigen Drachen, der es damit aufnehmen kann. Leck mich doch, ey, das kann doch nicht wahr sein. Was? Ach, der Typ. Die Flammenhose. Joey, das Duell mit dir ist langweilig. Vor allem, du hast keine zwei Rotaugen. Das ist unlogisch. Das ist nämlich derbe unlogisch, weil du jetzt gleich gar keine mehr hast. Wenn ich mit dir fertig bin. So. Zack.
Jetzt können wir endlich auch mal was machen. Unsere Elfe hat das ja super getankt, also von daher. Jetzt müssen wir nur irgendwie sein Feld leer kriegen. Verstehe ich, warum die das immer machen müssen. Warum sie alle ihre Karten nochmal anfassen müssen. Das ist irgendwie total merkwürdig. So, ein Problem weniger. Ich habe einen Phönix draußen, der auch nochmal ziemlich Schaden machen kann. Ja, er gibt uns wahrscheinlich wieder eine Kerze oder sowas. Was bringt dir das? Nichts. Du wirst meine Elfe los, ja. Das hatte ich auch ganz schön lange gebraucht, eine Elfe loszuwerden. Eine kleine Elfe. Besiegt von einer kleinen Elfe. Schwertdrache. Geil. Ja, also, ich verstehe ihn nicht so ganz, was er damit bezwecken will. Wir haben uns jetzt hier ein sehr langweiliges Duell im Grunde geliefert. Joey und ich. Ja, und ein Grottenoger. Sehr schön. Weil Grotten mag ja jeder. Okay, danach hätten wir vielleicht noch für ein Match Zeit und dann... Oh, ist der Patch wieder vorbei. Kann nicht sein. Kann doch nicht angehen hier, Leute. Kann doch nicht angehen. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, den Blütenwolf. This is why I summon you. Was ist das denn? So, jetzt wird platt gemacht. Doppelköpfiger Dönerdrache. Und Ende. Oh Gott, war das ein langweiliges Match. Das war echt langweilig. Das war ziemlich lame, ziemlich langweilig dazu. Haniva. Das ist wahrscheinlich sogar besser als den ganzen Schund, den er mir für die S-Rang-Duelle gegeben hat. Ja. Ja, ja. Ja, Joey, ich hasse dich auch. Nur mal so, ich wollte das nur nochmal gesagt haben. Joey, du bist ein Arsch. Weniger gut. Es ist eine Scheißhand, um genau zu sein. Es ist eine sehr schlechte Hand, um genau zu sein. Äußerst schlecht, um spezifisch zu sein. Ich meine, wir haben Drachen eine Sache, aber ja... Oh, cool, geil. Galia, Gilia, Didia. Was auch immer, Dia. Ah, nee. Uncool. Das läuft wieder nicht gut. Irgendwie, wir haben so viele gute Karten potenziell im Deck, ne? Aber nie kommt da was Vernünftiges bei raus. Oder du gehst einfach in Verteidigungsmodus. Ich meine, wir haben so viele gute Karten. Und absolut nichts. 1500. Was hab ich jetzt nochmal? Der ist im Vorteil. Shit. Ich will meinen Zombie-Drachen nicht beschwören müssen. Ober-uncool. Weg, weg, komm. Weg mit euch. Sammy. Zombie-Ritter, voll hässlich. Ja, gegen den hat er sogar einen Vorteil, das gefällt mir nicht. Ach, come on! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, was ich hier gerade für einen Shit zusammenziehe. Ist das die Rache dafür, dass ich mich an Joey rächen will? Ernsthaft? Rache für Rache. Ich meine, Rache für Rache ist sowas überhaupt legal. Du Arsch. Warum hast du es überhaupt ausgerüstet, wenn du eh in Verteidigungsmodus gehst? Alter. Alter Schwede, ne? Ich kann das nicht glauben, was ich hier für einen Müll ziehe.
Ich bin auch am Überlegen, ob ich demnächst mal offscreen was machen soll. Einfach, weil, ja, ich will auch dem. Ich mache demnächst nochmal einen Grinding-Stream. Aber, ich werde jetzt auch demnächst wahrscheinlich mal ein bisschen was offscreen machen. Weil. Ja. Wegen sowas hier. Komm, jetzt ist mir scheißegal. Fuck you. Fuck you, Joey. Los, Todespuppe. Das ist mir jetzt so egal. Ja, ich werde heute Abend wahrscheinlich mal ein bisschen was offscreen machen und werde euch dann im Nachhinein zeigen, ob ich da irgendwas Nennenswertes bekommen habe. Weil auch oft in Grinding-Streams ist ja auch oft so, dass ich einfach nichts bekomme. So wie hier jetzt gerade. Wisst ihr was? Fuck you, you and W. So. Hä? Oh. Was hast du da eigentlich? Habe ich gerade drauf geachtet. Ach so. Flammschwertkämpfer. Nicht mehr. Weil es kann ja nicht angehen, dass ich hier so ein Pech habe. Wir machen das so. Ab sofort. Grinding Streams wird es wahrscheinlich nochmal einen oder. Doch, ich schätze mal, einen wird es nochmal geben. Weil ich das einfach brauchen werde. Und, warte, was hab ich nochmal? Ach ja, Maschinenjäger. Und, ich werde jetzt einfach auch mal ein bisschen was offscreen machen, weil sonst geht dieses Projekt ewig. Einige von euch wollen das zwar, aber ich möchte auch andere Sachen irgendwann mal machen. Oh Mann, oh Mann. Weißt du, was ich heute Abend zu tun habe? Joey mobben, um genau zu sein. So lange, bis er mir seinen Rotaugen gibt. Eieiei. Wenn wir einen Punkt erreicht haben in dem Ganzen hier, dann kriegen wir ja wenigstens was. Da kommen wir wenigstens mal voran, aber so kommen wir ja nicht voran. Das ist cool, das wusste ich gar nicht, dass das funktioniert. Aber cool. Komme ich mit klar? Ich werde heute Abend offscreen so derbe Joey mobben. Das glaubt ihr gar nicht. Und jetzt reicht's natürlich leider nicht. Ich hätte gerne den Part jetzt beendet, aber gut. Dauert dann ein bisschen länger. Alles später. Aber das wisst ihr ja nicht, ist ja auch egal. Jetzt kriege ich Labyrinthmauer. Fuck you. Und es funktioniert sogar. Oh Mann. Felsendrache. Guten Tag. Bumm. Du bist tot. Du gib mir Müll. Oder Schmelzschatten, das war klar. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play. Ich speichere noch schnell und dann verabschiede ich mich. So machen wir das. Speichern werden wir. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.